Gut Kick Freunde, herzlich willkommen hier beim neuen Video bei Wop Talk, auch zu einem neuen Format hier bei Wop Talk, nämlich nennt sich das Über Wölfe. Wie der gewiefte Fuchs schon merken kann, wird es hier über Wolfsburg gehen, vor allem eben über Spieler werden wir reden, über ja, Trainerstab, über Manager, Sportdirektor oder auch andere Geschehnisse im Verein. Und dazu passend heute der glorreiche Start beginnt mit Marin Pongracic, der seit Sommer 2022 von seiner Leihe zurück ist, damit offiziell im A-Kader dabei ist und seit August auch tatsächlich richtig im Mannschaftstraining wieder mit dabei ist. Ja, was den Start so glorreich macht, ist diese Vorgeschichte zu Marin Pongracic, die wir jetzt einfach mal durchgehen. Nämlich, gestartet hat alles Januar 2020, gekommen für 9 Millionen als Wunschspieler von Oliver Glasner, kam er rein, ja, sollte mit seinem jungen Alter eben die Transferpolitik widerspiegeln und ja, Druck auch auf die Innenverteidiger machen. Zu dem Zeitpunkt war es Brooks mit, meine ich, Knoche noch. Ja, kam rein, hat aber in seinem zweiten Spiel schon eine rote Karte gehabt, was jetzt nicht so vorteilhaft war. Dann wurde die Bundesliga auch unterbrochen wegen der Corona-Pandemie. Ja, als er dann aber wieder aufgenommen wurde mit Geisterspielen, hat Pongracic tatsächlich einen Lichtblick bewiesen, hat halbwegs gezeigt, was er konnte mit soliden Spielen, unter anderem auch einen Doppelpack gegen Leverkusen, was sich sehen lassen konnte. Aber Rückschlag dann zu Beginn der nächsten Saison war, dass er eben krankheitsbedingt ausgefallen ist. Pfeffersches Drüsenfieber war es. Bitter, und dann, als er wiedergekommen ist, war eben kein Vorbeikommen an der Innenverteidigung. Brooks und Lacroix haben ihre Sache gut gemacht und dann musste er eben auf die Bank, was sicherlich für keinen Spieler schön ist, ja, und ist nicht vorbeigekommen. Hat die Saison danach eben 2020-21 keine Rolle wirklich gespielt. Ein paar Einsätze hatte bekommen, aber auch nicht viele. Ja, dennoch am Ende ist man in die Champions League gekommen, was sehr wichtig ist für dieses Thema. Und Glasner ging natürlich und Marc van Bommel kam. Auch wichtig, denn Marc van Bommel hatte keine Verwendung für ihn und hat dann ja, Pongracic laut eigenen Worten grob zusammengefasst ausgeschlossen. Also ja, er meinte, glaube ich, beim 11 gegen 11 hat er eben nicht mitgespielt. Und ja, deswegen kam es dann zu einer Leihe mit Kaufoption zu Borussia Dortmund, was, glaube ich, jeden überrascht hat, uns Wolfsburger und auch die Dortmunder, dass die den geholt haben, war für Rose. Ja, und dann bei Dortmund kam es zu einem Twitch-Stream, wo er als Gast dabei war und da hat er Aussagen gegen den VfL getroffen. Auch das damalige Trainerteam mit Van Bommel, eben wo er dann erwähnt hat, dass er da wohl ausgeschlossen wurde, hat dann auch gedroht sozusagen im Nachhinein. Und auch hat er dann noch geheime Themen angesprochen. Ich meine, sowas wie auf Dortmund bezogen eben, dass dann Haaland, die Verletzungsdauer hat er, glaube ich, preisgegeben, dann auch Vertragsdetails mit dabei gehabt und ist jetzt nicht so vorteilhaft gewesen. Und ja, dann als glorreicher Abschluss dieser Vorgeschichte kam es dann zu einer Klage, wo man vor Gericht gekommen ist, mit Pongracic gegen Wolfsburg. Und da ist laut ihm noch eine Prämie in Höhe von 250.000 Euro offen.
Ja, Wolfsburg sagt nein, weil er eben durch die Laie ja sozusagen zugestimmt hat, dass er die nicht kriegt. Wie es letztendlich ist, weiß man nicht. Dann muss man noch schauen, ob das geklärt wird oder nicht. Ja, und dann kam es eben zu keinem Transfer zu Dortmund, sondern der Rückkehr zu Wolfsburg, wie gesagt. Ist er zurückgekommen und jetzt offiziell Kader des VfL Wolfsburgs noch und im Mannschaftstraining. Und ja, zu dieser Vorgeschichte kommt dann natürlich ein Problem, jetzt wo er in Wolfsburg wieder ist, dass er eben den Hass von vielen Fans auf sich gezogen hat. Also da haben schon die Fans ein Banner hochgehalten, wo sie gezeigt haben, die haben keine Lust auf ihn. Auch die Verantwortlichen, also Schmadtke und Schäfer, sind nicht so gut auf ihn zu reden. Da hat er eher einen Vorteil gehabt, dass ein Kovac da war, der ihm sozusagen Vertrauen gegeben hat, eine zweite Chance gegeben hat. Beziehungsweise noch nicht gegeben hat, aber ja, versprochen hat sozusagen. Ihn auf jeden Fall nicht abgeschrieben hat. Ja, dennoch gibt es noch eine laufende Klage und da hat zuletzt Kovac klar gemacht, laufende Klage, kein Spiel für den VfL Wolfsburg, heißt, hier gibt es dann nur drei Möglichkeiten, Klage, spielen oder Transfer. Ja, letzteres ist an sich schwer, weil er eben jetzt durch diese ganze Vorgeschichte, was doch innerhalb von 2 Jahren sehr viel ist, als Skandalprofi zählt und damit ja die Chancen geringer sind, dass ein Verein sagt, ja, den nehmen wir, weil die sich sagen, ja, so einen wollen wir nicht, einen, der Geheimnisse ausplaudert, der gerne auch mal gegen den noch eigenen Verein, also wir. Er war ausgeliehen, aber noch unter Vertrag beim VfL. Dann klagt und so schlecht über den redet, braucht man jetzt als Verein nicht unbedingt. Doch, beziehungsweise jetzt muss man eine Lösung finden und die bahnt sich auch schon so langsam an. Beziehungsweise hat sich schon angebahnt, nämlich jetzt eine Laie zu US Lecce, italienischer Aufsteiger. Ja. Die wollen ihn leihen. Auch Umtiti ist dann im Gespräch. Also die wollen in der Innenverteidigung jetzt aufrüsten und sind da eben an Pongracic vorbeigekommen. Und ja, jetzt ist steuert alles auf diese Laie zu. Doch da ist dann die Frage, was passiert nach der Laie? Weil kommt er wieder, passiert das Gleiche. Also, auch wenn er sich jetzt entschuldigt hat, die Fans werden ihn trotzdem weiterhin nicht mögen. Und ja, also dann ist er wieder hier, ist wieder auf der Gehaltsliste. Und wer weiß, ob die Klage dann durch ist oder ob das da, wie es damit aussieht. Also, Laie ist da vielleicht unvorteilhaft, aber wenigstens kann man sagen, ist er jetzt dann für ein Jahr weg. Ja, und wie man es auch schon rausgehört hat, unsere Meinung, also jetzt spreche ich auch stellvertretend für Mika, ist, dass man jetzt einfach wirklich eine Lösung finden muss, die jetzt auch sozusagen halbwegs gefunden wurde mit dieser Laie. Er ist jetzt ein Jahr weg, kriegt ein Jahr seine Spielpraxis, und wir haben ihn ein Jahr nicht im Training, denn auch hier ist eben wichtig, dass man fand ich, dass man ihn nicht mittrainieren lassen kann, wenn er nicht mit, also wenn er nicht spielen kann, weil das, dann senkt er sich ja, warum trainiere ich dann? Und darunter leidet dann auch ein bisschen diese Trainingsleistung, würde ich sagen. Und jetzt hat man ihn jetzt halt verliehen. Muss dann schauen. Ich hätte ihn gerne eher verkauft gesehen, wenn er wirklich sagt, die Klage weise ich jetzt nicht zurück. Die will ich weiter haben, ich will weiter meine 250.000 Euro.
aber lieber Laie als nichts dann. Doch schade ist auch eins hier, muss ich erwähnen. Ich finde, Pongracic ist ein talentierter Spieler, der aber leider nicht die richtige Einstellung hat. Der nicht, ja, nicht mit dem Kopf voll bei der Sache ist. Also würde er wirklich, wirklich auf dem Platz alles geben und vielleicht nicht zu sehr Freigeist sein. Also, dass er jetzt nicht alles sagt, was er denkt, sondern ein bisschen darüber nachgedacht hätte, was er sagt. Dass er jetzt nicht unbedingt vom Bommel droht. Dass er halt in diesem Stream auch ein bisschen nachgedacht hätte, die Klage vielleicht in Wolfsburg intern geregelt hätte, ein bisschen stärker, dass man da eine Lösung gefunden hätte. Hat er nicht. Er musste halt alles öffentlich machen und damit ein Stück weit jetzt seine Karriere in Gefahr bringen. Ist schade, weil ich in ihnen Fähigkeiten sehe, die doch relativ wichtig sind. Also so ein Innenverteidiger, der auf dem Spielfeld zu den Gegnern, meine ich dabei, ein Arschloch ist, ist schon wichtig. Zeigt er aber leider nicht. Das ist schade. Aber muss dann durch. Jetzt kann er. Muss er eben schauen, ob er seine Karriere neu starten kann. Hier in Wolfsburg wird es, glaube ich, nicht mehr geschehen. Auch nicht, wenn diese Leihe zu Ende sein sollte. Ja, aber dazu ist jetzt alles gesagt. Schreibt gerne eure Meinung dazu in den Kommentare. Was haltet ihr davon, dass er jetzt ausgeliehen wird? Auch eure Meinung zu Pongracic. Meint ihr, ihr hättet ihn trotzdem trotz Klage spielen lassen wollen oder wollen sehen? Ja, einfach eure Meinung in die Kommentare, dann noch das Video bewerten. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Und damit war's das mit der ersten Folge über Wölfe. Auch gerne eure Meinung zu diesem Format reinschreiben. Auch gerne Themen, über die man schreiben kann. Irgendein Spieler, wo ihr gerne eine Meinung zu hören wollt, weil der gerade groß im Gespräch ist. Kruse zum Beispiel, der jetzt momentan Bankspieler ist. Ob wir dazu in den nächsten Tagen irgendwann mal ein Video bringen sollen. Alles in die Kommentare. Schüttet da euer Herz aus. Und damit war es dann mit diesem Video. Gut Kick und bis zum nächsten Mal.